Willkommen zurück zu Kirby Triple Deluxe. Ein ziemlich komischer Start für ein Part, ich weiß. Und zwar, wir haben ja im letzten Part Dedede's Trommellauf gemacht und naja, es gibt ja noch ein extra Level dafür, wenn ich in allen drei vorigen Leveln die Goldmedaille schaffe. Das habe ich jetzt gemacht. Im letzten Part habe ich ja schon im zweiten Level immer nur Silber gekriegt, aber jetzt habe ich es letztendlich sogar im dritten Level geschafft, die Goldmedaille zu kriegen. Und zwar, ich habe im letzten Part nämlich einen kleinen Fehler gemacht. Ich kann ja mit der Trommel während des Sprungs, während die fliegt, klatschen. Das gibt extra Punkte, wenn ich das mehrmals hintereinander mache. Und so habe ich dann letztendlich doch noch ganz knapp hier die Goldmedaille gekriegt. Okay, und jetzt müsste rein theoretisch ein vierter Level freigeschaltet werden. Ganz genau. Extra, Weltenbummler, bestreite den Bonuslevel, wenn alle an... Ach so. Gut, na dann. Oh, mit schönem Regenbogen. Na toll. Gut, das war übrigens Absicht, denn ich will natürlich auch versuchen, hier die Goldmedaille zu schaffen. Ja, übrigens seht ihr hier, im Sprung kann man... okay. Im Sprung kann man halt, wie gesagt, klatschen und... Oh Mann, oh Mann. Okay, dieser Level ist gar nicht so leicht. Die Münze da oben vergesse ich einfach mal. Obwohl... Okay, ich dachte, man darf immer zweimal auf diese Trommeln draufspringen. Das wurde hier anscheinend geändert. Okay, dieser Level scheint der schwerste von allen zu sein. Jetzt darf ich mich gleich erledigen. Dieser Part, der fängt ja sehr, sehr schön an. Gut, die Münzen da oben sind mir ein bisschen zu riskant. Das Risiko ist zu hoch, dass ich Schaden nehme. Okay, ich sehe gerade. Genau. Okay, das wird ja... Ich habe eigentlich gedacht, der Part wird kurz, aber wenn ich hier die Goldmedaille schaffen will... Dann wird der Part anscheinend doch noch lange. Okay, wieso ist er jetzt zweimal gesprungen? Das wollte ich doch gar nicht. Naja. Oh Mann! Also dieser letzte Level, der ist wirklich sehr schwer. Aber er hat einen schönen Hintergrund. Jep, schön regenbogenfarbig. Und wieso hat er mir jetzt nicht den Sprungknopf genommen? Kann mir das einer sagen? Glaub nicht. Kann ich da nicht mal durchfallen? Ich will halt gleich beim ersten Versuch die Goldmedaille. Vielleicht sollte ich es erstmal einmal zur Probe aus. Genau, das mache ich. Ist wurscht, ist nicht wurscht, Mann. Ist gar nicht so leicht, das mit dem Trommeln in der Luft klatschen, aber ohne das werde ich es vermutlich nicht schaffen. Mann! Der Part wird doch noch lang. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Vermutlich werde ich... Wieso hat mir das jetzt... Ich bin... Oh, Mann, das... Oder? Wieso funktioniert das jetzt da nicht?
Mann, oh Mann, oh Mann. Na bitte? Ich hab doch gedrückt, verdammt! Ganz ruhig bleiben. Okay, die Goldmünze da oben will ich haben. Na bitte. Ich will diesen Level aber schaffen. Na gut, vielleicht nicht mit Goldmedaille. Oder gehört das zu den 100% dazu? Ach, dann muss ich hier wohl auch Goldmedaille holen. Mann, oh Mann, oh Mann. Aber ich versuch's jetzt eher... Ganz, ganz ruhig bleiben und immer gut aufpassen. Das ist die Devise. Okay. Wieso klappt das nicht? Okay. Okay. Mann, Mann, ist aber egal, ist egal. Ich sehe schon. Ich habe ja mal die Idee gehabt, von jedem Let's Play ein Best-of zu machen. Falls ich diese Idee wirklich in die Tat umsetze, dann wird dieses... Das Best-of von diesem Let's Play war ziemlich voll. Fast so lang, dass ich es aufteilen muss. Und nur durch dieses, durch diesen einen Level hier. Aber vielleicht mache ich das wirklich. Wäre doch eine lustige Idee, von jedem Let's Play ein Best-of. Was haltet ihr davon? Naja, ihr könnt es mir ja in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Okay. Ich hab doch gerade gedrückt. Ich hab gedrückt, aber wahrscheinlich nicht rechtzeitig. Okay. Okay, do okay. Ich finde es irgendwie lustig, wie wenn Didi die abstürzt. Aber das ist kein Grund, dauernd abstürzen zu müssen. Das kommt davon, weil Didi immer zu viel isst. Seht doch mal die Wampe, die muss doch nach unten ziehen. Genau, ich meine, King Didi, die ist ja recht dick. Das betont Eskagun ja immer. Vielleicht kennt ihr Eskagun. Es ist King Dididis rechte Hand in der TV-Serie. Wieso? Ich frage mich, ob ich den Level überhaupt noch machen will. Doch, ich will ihn machen. Aber diesmal muss ich eher... Ist wurscht, ist wurscht. Hopp, 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 hopp. Der
ging jetzt aber extrem schnell runter. Den habe ich gar nicht gesehen. Mit Lichtgeschwindigkeit ist er diesmal runtergerast. Sag doch die Wampe. Mann. Ich wollte diesmal gar nicht hochspringen, aber irgendwie hat das trotzdem getan. Wahrscheinlich ein Panikreflex von mir. Warum? Ich bin doch gesprungen! Oh Mann! Oh. Und wieso bin ich jetzt da alle? Oh, ich sehe gerade da links oben ist ja eine Herzanzeige. Das heißt, ich darf nur dreimal getroffen werden. Aber für die Goldmedaille ist es eigentlich wichtig, dass man gar nicht getroffen wird. Alter! Oh Mann, ich spiele einfach mal weiter. Ich werde wahrscheinlich eh nicht schaffen, hier eine Goldmedaille hinzukriegen, aber ich versuch's zumindest. Ich, wie gesagt, Silber würde mir auch schon reichen hier bei diesem verdammten Level. Hopp. Hopp. Komm, weiter, als hier war ich noch nie. Hopp. Hopp. Okay, die Goldmünze da oben vergesse ich mal. Okay. Ich bin so weit gekommen. Und jetzt bin ich wieder auf Anfang. Okay. Ich weiß es gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich habe schon gedacht, ich hätte mit den anderen Leveln genug Probleme, aber nein! Dieser Level hier, ich habe gedacht, das wäre jetzt so ein ganz leichtes Bonus, wie der letzte Level in New Super Mario Bros. Wii. Aber nein, das ist die... Oh, ich habe die Goldmünze doch eingesammelt. Hopp, hopp. Dieses Best-of wird ziemlich lange, falls ich mal eins von dem Spiel mache. Wenn ihr wollt, könnt ihr ruhig vorspulen, denn ich werde hier wahrscheinlich eh nicht Goldmedaille machen. Es sei denn, es gehört zu den 100%, aber dann werde ich es wahrscheinlich rausschneiden. Ich wäre eh schon glücklich... Nö, echt, ich wäre jetzt schon glücklich, wenn ich den Level überhaupt schaffen würde. Manometer. Manometer. Die Münze da oben vergesse ich jetzt mal. Hopp. Wieso? Dieser Pronto... Mano. Oh, okay. Gut. Oh, weia. Wieso schaffe ich diesen Level nicht? Ich habe jetzt gedacht, das wird ein ganz kurzer Part und ich könnte noch ganz kurz in Kirbys Recken reinschauen.
Aber das wird wohl nichts. Naja. Dann will ich Kirby's Recken eben nicht zeigen. Und jetzt verdunkelt sich auch noch der Bildschirm. Das ist ja auch im letzten Part passiert. Ich kann mich daher erledigen. Mensch, mache ich komische Geräusche, wenn ich wütend bin. Vergiss immer, dass ich da drunter falle. Moment, sehe ich da rechts schon das Ziel? Oh Mann, ich glaube zwar nicht, dass da schon das Ziel ist, aber naja, ich würde es mir zumindest wünschen. Dieser Level ist echt unfassbar schwer. Wieso bin ich jetzt zurückgesprungen? Kann mir das einer verraten? Wahrscheinlich niemand besser als ich selbst. Hopp, hopp, hopp. Okay, ich habe sogar die Goldmünze oben. Das ist gut, das ist sehr gut, das ist zumindest gut. Das muss ich mir aufschreiben. Ist hier irgendwo ein Zettel? Nö, nicht wirklich. Ja, da kein Zettel, aber ich hatte das nicht vor, mitten in der Aufnahme jetzt was zu schreiben. Okay. Gut, ich habe sogar diese Münze. Hopp. Hopp, hopp. Okay. Moment, ich bin... Okay. Alter Schwede. Okay, jetzt darf ich kein einziges Mal getroffen werden. Das ist doch... Das ist doch nicht möglich. Wie soll ich denn hier die Goldmedaille schaffen? Oder alle Münzen einsammeln? Das geht doch gar nicht. Nö, also hier werde ich 100 Pro nicht die Goldmedaille finden. Okay, Moment. Oh Moment, jetzt kommt ja auch noch die Zeit hinzu. Aber ich glaube, in dem Level hat man nicht gegeizt und hat viel Zeit eingebaut. Das ist auch nötig hier. Ich meine, das ist doch irre. Okay, Moment. Jetzt kommt die Passage, bei der ich schon oft erledigt wurde. Hopp, hopp, hopp. Oh je, ich habe jetzt nur noch ein Leben.
Okay. Mann, das geht doch gar nicht. Wie soll man denn das wissen? Da muss man wahrscheinlich erst einmal abgestürzt sein, damit man das überhaupt weiß. Okay. Okay. Jetzt habe ich diese Stelle schon wieder nicht bedacht. Okay. Komm, ich will das jetzt noch schaffen, ohne einen Schnitt. Mann. Wieso sagt man das eigentlich? Was haben sich die Programmierer denn hier gedacht? Vielleicht dasselbe wie bei Super Mario Bros. The Lost Levels, das war ja auch so schwer. In Super Mario Bros. The Lost Levels gab es wenigstens Checkpoints. Obwohl in den Spezialwelten nicht. Schaut euch mein Let's Play an. Das ist, glaube ich, erst vor ein paar Monaten gewesen. Es müsste noch recht frisch sein. Obwohl, na gut, frisch ist jetzt das Super Mario Bros. 3, aber nicht Ich darf nicht quasseln. Okidoki. Der Part ist ziemlich lang jetzt schon. Aber ich glaube, in dem Let's Play waren ja schon einige Parts. Das müsste also nicht so schlimm sein. Die Level in dem Spiel sind hier außerdem sehr lange. Also im normalen Story-Modus. Echt aufschreiben. Aber wie dem? Eine Karte vom Level vielleicht? Okay. Ich versuche. Wieso sammle ich jetzt überhaupt das ganze Zeug? Oh Mann, ein Herz habe ich noch. Ich muss jetzt echt aufpassen. Mann. Ich muss ruhig bleiben. Komm, diesmal schaffe ich's. Man muss positiv denken. Ich
hab doch positiv gedacht. Wieso hat's nicht geklappt? Komm schon, ich habe Super Mario Bros. The Lost Levels komplett durchgespielt. Da werde ich doch wohl das hier auch schaffen. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Jetzt bin ich in dem Goldo-Abschnitt. Okay, kommt jetzt gleich der Abschnitt mit dem, genau, mit den Plattformen, die zusammenbrechen. Ich bin doch jetzt schon wirklich so weit gekommen. Wieso hat's nicht geklappt? Ein Treffer ist nicht so schlimm. Die Herzen nützen mir. Ich darf nicht quasseln. Denn sonst. Puh. Komm, diesmal schaffe ich's. Diesmal. Oh Mann. Komm jetzt nicht. Mann. Okay, jetzt kommt der fiese Abschnitt. Ja! Ja, ich hab's geschafft. Ich hab es geschafft. Ich hab es geschafft. Ich hab's geschafft. Endlich! 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 Silbermedaille! Ist wurscht, ist wurscht, ist mir echt wurscht. Ich will hier nicht Gold machen. Ich hab's ja echt, ihr seht, ich hab's kaum geschafft, den Level überhaupt zu meistern. Mann. Okay, dann schaue ich mir hier jetzt noch kurz die Rangliste an. Mhm. Ach so. Okay. Das war die Strommellauf. Der Part ist extrem lange. Okay, na bitte. Dann machen wir im nächsten Part die Arena und ich brauche jetzt echt Gehirnkühlung. Also bis zum nächsten Part. Tschüss.